diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Mein Führer, Ruf und Berlin wird eine Strafe. Das kann und darf nicht sein. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Holen Sie mir Fegelein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ha, ha, ha! Ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuhalten. Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Mit welchen Kräften, mein Führer? Ha, ha, ha. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Mein Führer. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Ah. Ah. Mein Troller Heinrich. Ah. Rein. Erwähnen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen bleiben. Die Logik der Frau. Da wollen wir mal wieder schlagkräftig machen. Der Führer. Wenn Sie mit ihm sprechen, er wird sicher auf die Frage eingehen, ob wir hier in Berlin bleiben oder nach Berchtesgaden fliegen sollen. Sie werden ihm doch zureden, abzufliegen, Herr Speer. Er hört auch auf Sie. Überzeugen Sie ihn, Herr Speer. Wenn er Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Damit können sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Gilt das auch für das Regierungsviertel? Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ah, fuck!
Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schwacher, es ist mein Führer! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte.